Herzlich willkommen, liebe Energieleben-Fans. Mein Name ist Josef Gradl, bin in der Wasserkraftabteilung der Wien Energie beschäftigt, kümmere mich dort von der Entwicklung bis zur Umsetzung der Wasserkraftwerke. Und wir stehen heute hier bei der Wasserkraftschnecke der Wien Energie. Und ich darf ein bisschen was über die Schnecke und die Wasserkraft im Allgemeinen erzählen. Die Wasserkraftschnecke ist ein Gemeinschaftsprojekt von MA45 Wiener Gewässer und Wien Energie und wurde zudem mit Geldern der Europäischen Union gefördert. Die Idee, die dahinter steht, ist diejenige, dass die neue Donau, die ein geniales Hochwasserschutzsystem ist und Wien vor großem Schaden bewahrt, wie in den letzten Hochwässern 2002 und 2012. Und dieses System braucht einen konstanten Wasserspiegel. Und hier bei der Wehranlage 1 besteht ein Höhenunterschied von ungefähr 4 Metern. Und dieses Gefälle kann elektrisch genutzt werden. Das passiert in unserer Wasserkraftschnecke. Die Wasserkraftschnecke wurde 2016 errichtet und produziert seit 2017 Ökostrom für die Wiener Haushalte. Hier bei der Wehranlage 1 wird das Wasser der neuen Donau aufgestaut. Dann wird es über einen Zulaufkanal zur Wasserkraftschnecke weitergeleitet, wo diese Schnecke mit einer Umdrehungszahl von ungefähr 22 Umdrehungen pro Minute in Bewegung gesetzt wird. Dann wird diese Drehbewegung über ein Getriebe gesteigert auf ca. 1000 Umdrehungen pro Minute und im Generator Strom erzeugt. Und dieser Strom wird dann weiter ins Wiener Netz eingeleitet. Die erzeugte Strommenge beträgt rund 400.000 Kilowattstunden pro Jahr und damit können ungefähr 120 Wiener Haushalte versorgt werden. Circa zwei Drittel des österreichischen Strombedarfs werden aus Wasserkraft erzeugt. Der große Vorteil der Wasserkraft ist, dass er fast zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Das heißt, er ist wetterunabhängig, er funktioniert bei Tag oder bei Nacht, bei Sonne, bei Regen, bei Wind, zu jeder Zeit. Und damit kann eine Basisabdeckung des Strombedarfs in Österreich gewährleistet werden. Unsere Wasserkraftschnecke hier auf der Donauinsel ist nicht alleine in Wien, sondern hat einen Zwilling. Und zwar bei der Hauptkläranlage wird beim Rückfluss des gereinigten Wassers in die Donau das Gefälle genutzt und mit einer ähnlich großen Schnecke wie bei uns hier Energie erzeugt. Ich bin überzeugt, dass die Wienerinnen und Wiener die Wasserkraftschnecke sehr gut und sehr positiv aufgenommen haben. Das zeigt sich dadurch, dass die Menschen, die hier vorbeikommen, mit dem Fahrrad vorbeifahren oder vorbeilaufen, auch immer wieder mal gern stehen bleiben und einen Blick drauf werfen auf dieses kleine Gebäude, das sich sehr gut integriert in die bestehende Anlage. Und zudem gibt es eine Informationstafel beim Eingang und dort kann man sich auch noch informieren. Wien Energie betreibt neben dieser Wasserkraftschnecke hier auf der Donauinsel noch weitere Kraftwerke in Wien. Das sind unter anderem die Auslaufturbine beim Kraftwerk in Simmering, wo das Kühlwasser zurückgeleitet wird in den Donaukanal. Und dann gibt es noch Beteiligungen beim Kraftwerk in Nussdorf und beim Kraftwerk Freudenau. Und rund um Wien betreibt Wien Energie noch Kraftwerke in Niederösterreich und vor allem in der Steiermark. Und wir sind sehr engagiert, noch weitere Kraftwerke zu errichten und zu betreiben. Ja, absolut. Durch die zunehmende Diskussion zum Thema Klimawandel und die Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesem Thema werden erneuerbare Energien immer interessanter. Zudem hat die Stadt Wien einen ambitionierten und tollen Klimaschutzplan, dass bis 2030 eine CO2-Neutralität erreicht wird. Und dafür brauchen wir die erneuerbaren Energien und Wien Energie kann hierzu einen großen Anteil leisten und das freut mich. Wenn unsere Wasserkraftwerke
nicht nur technisch einwandfrei funktionieren, sondern auch naturverträglich errichtet werden können. Und wenn die Wasserkraftwerke nach mir noch für viele Generationen, wir reden hier von Nutzungsdauern bis 100 Jahre, Strom produzieren, dann bin ich ein bisschen stolz.